Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dracula's Return. Wir hören hier eifriges, Geschwätz, Essen, Musik und tatsächlich. Die stehen da jetzt einfach sich gegenüber. Der mich fokussiert. Oh, vielen Dank. Er trinkt Luft. Darf ich um einen Tanz bitten? Nein. Ehrlich gesagt, nee. Komischer Tanz. Schlüssel nehmen. Was? Ja und? Ich bin halt noch ein bisschen lebe. Ah, es knabbert mich doch nicht an. Wo muss ich hin? Lass mich. Ich muss mich mal heilen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich war davon so fasziniert, dass, lass mich. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss. Ich war so davon fasziniert, dass Dracula mich die ganze Zeit fixiert hat beim Tanzen auch. Nein, ihr kommt ja immer noch her. Lasst mich, ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss. Lasst mich in Ruhe. Ach komm. Lasst mich. Ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hin soll, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Nein, verdammt! Ich glaube, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Jetzt jedenfalls... Oh, ich hänge hier schon wieder fest. Das hatte ich schon mal. Da habe ich eine Seite... Rolle Seite zur Seite gemacht, dann war das wieder in Ordnung. Jetzt, ich weiß nicht. Was ist denn jetzt los? Ach, come on! Jetzt bin ich aus den Stufen draußen. Da kann ich nicht hin. Oh nein, der kommt ja schon wieder. Oh nein, lasst mich! Lasst mich! Und ich hänge schon wieder irgendwo fest. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Oh. Okay, ich glaube, ich bin so oder so niedergeschlagen worden. Kann das sein? Ja. Mal wieder niedergeschlagen worden. Das ist sehr schön. Oh je, Mini. Okay, ich brauche... Ich wollte gerade sagen, ich brauche eine Pause, aber ich habe doch erst die Folge angefangen.
das denn hier alles? Oh, das kann ich sogar verschieben. In welche Richtung? Also hier macht es jetzt nichts. Weil da sind so tolle Waffen. Und dann... Okay, das kann ich kaputt machen. Da befindet sich irgendwas dahinter. Der hat nichts. Da kann ich anscheinend nur hoch. Okay, warte, ich will mich aber unten davor noch ein bisschen umsehen. Das kann ich so zur Seite schieben und dann wahrscheinlich anzünden und dann geht das da irgendwie kaputt oder so. Ah ne, jetzt kann ich es auch... Was? Jetzt bin ich verwirrt. Kann ich das öffnen? Tatsache, kann ich auch. Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da ist auf jeden Fall ein Hebel. Dort habe ich jetzt irgendwas geöffnet. Nee, von hier kam ich. Ach, guck mal, da ist eine Sense. Oder irgendwas in der Art. Was habe ich denn jetzt geöffnet? Ach, warte, ich habe die Teile hier runter befördert. Warum? Ja, jetzt kann ich den nicht mehr wegschieben. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Ich weiß es nicht. Okay, da ist eine Sense. Da gehen die Teile immer wieder hoch. Aber warum sollte ich da drauf sein? Außer wenn ich das Teil natürlich daneben kann, aber das würde gar nicht ausreichen von der Zeit her. Was hat das jetzt gemacht? Absolut nichts. Zumindest merke ich davon nichts. Das kann ich mir wirklich nehmen, aber die Zeit ist viel zu kurz. Also nehmen kann ich das. Zeit ist nur viel, viel, viel zu kurz. Das muss ich irgendwie ausstellen können. Ha. Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich sehr verwirrt. Das ist ausgefahren, ne? Kann das sein? Aber ich komme ja so oder so nicht hoch. Ach, jetzt ist... Das ist jetzt wieder weg. Kann ich das irgendwie hier drauf schieben? Und dann hierdurch wieder nach oben befördern? War das doch darüber? Dass es dann hoch ist? Genau. Ich weiß nur nicht genau, wie mir das helfen soll. Eigentlich müsste man es auch drehen können, aber ich kann es ja nicht drehen. Weil sonst wäre es ganz praktisch. War das vorher auch schon da? Müsste ich am besten drehen können, weil wenn das da hinten mal an wäre, dann würde es Feuer fangen und dann halt schnell runter und... Ja.
jetzt das da hingekommen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so. Kann ich da ran? So nicht. Doch, ich kann da ran. Wie gesagt, ich bin immer noch verwirrt, ne? Okay, da habe ich schon mal ein Medipack. Oh, Entschuldigung, ich wusste diesen. So, okay, da habe ich dann einen neuen Dings. Bin gerade mega verwirrt. Was macht der Hebel? Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt nochmal irgendwo weiter hochkomme. Okay, da ist ein Hebel. Oh, das ist doch assi. Da muss ich zurückspringen und mich dabei drehen. Oder ist gemein. Oh, Gott sei Dank. Oh, der Weg war nämlich zu kurz zum... dafür, dass sie dann rennt. Und ja. Ach, verdammt, ich war zu weit oben. Ich habe keinen Schaden bekommen. Dann speichere ich hier nochmal. Ein Ticken weiter höher müsste ich sein. Ich bin wahrscheinlich dieselbe Richtung. Klappt irgendwie nicht so. Doch, jetzt hat es funktioniert. Das hat was jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe es mir aber schon fast gedacht. So, das sollte besser gehen. Ich habe hier auch noch mal... Ist hier aber irgendwo anders was geöffnet? Oh meine Güte. Das hat sich nicht geöffnet. Da oben hat sich das geöffnet.
jetzt dorthin. Und das ist ein Podest mit. Ah. Stimmt, ich habe ja auch so noch irgendwie einen Schlüssel bekommen, ne? Sarah's Crypt Key und Draculas Crypt Key. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie lebend wieder runter. Ah, wenn's nichts leichter als das, ne? Wie man immer so schön sagt. Ach, puh. So, hier ist auch nichts. Kann ich weiter runter? Aber irgendwie muss ich das halt noch drehen. Oh, das tut sich auch nichts mehr. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Jetzt habe ich einen Steinklumpen. Cannonball. Ah, ja, okay, ja. Okay, so, kann ich den Cannonball hier auf jeden Fall mal reintun? Okay, will sie noch nicht benutzen. Also irgendwie muss ich es ja auch noch drehen können. Fragt sich halt nur wie. Wie drehe ich es? Aber wenn es oben ist... Klar, das könnte ich da auch irgendwie ein bisschen kaputt machen oder so. Ah, das macht sie einfach so kaputt. Ja, okay. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Wenn ich es jetzt nicht einfach ausprobiert hätte. Ich habe eigentlich gedacht, dann, dass sie vielleicht den Spatel dafür nimmt. Ach, da liegt noch irgendwas. Eine Zahnpastatube? Was? Was? Warum? Warum habe ich das? So. Okay. Ja. Wie ich das jetzt weitermache, wie ich das schaffe, dass das sich dreht, damit es dann mit diesem Feuerteil dort ist, das weiß ich noch nicht. Absolut keine Ahnung. Weil dann kann es mir nämlich diese Tür hier aufbrechen, sag ich mal. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Ja, aber das werden wir dann erstmal in der nächsten Folge weiter behandeln. Bis dahin dann tschüss, eure Time.